gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung von den Menschen, die von der Welt noch nichts angeschaut haben. Dieser weise Satz stammt von Alexander von Humboldt. Reisen ist also mehr als ein bisschen Urlaub. Es macht klüger und es weitet den Horizont. Und darum soll es heute gehen. Was ist der Sinn des Reisens? Und was macht eine gelungene Reise aus? Dazu treffe ich heute einige Menschen, die schon von Berufswegen viel reisen und die uns von ihren Reisen einiges erzählen können. Und damit herzlich willkommen im neuen Video. Auf geht's zum Treffen mit unserem ersten Reiseexperten. Ein Himmel gemalt wie von Tiepolo und ein Schlösschen im Stil des französischen Rokoko. Schloss Solitude ist genau der richtige Ort, um Ihnen Heike Mühl vorzustellen. Heike Mühl ist Kunsthistorikerin und Frankreich-Expertin hier bei Heidecker. Und natürlich habe ich Heike Mühl als Expertin gefragt, was ihrer Meinung nach eine gelungene Reise ausmacht. Kunst und Kultur sowie das Leben des Gastlandes in allen Facetten meinen Mitreisenden leidenschaftlich nahezubringen. Aber ich bin ja nicht nur ein Kunsterklärer. Ich habe immer ein offenes Ohr für die großen und kleinen Anliegen meiner Gäste. Heike, ein Klassiker deiner Heidegger-Reisen ist jedes Jahr die Reise auf Monets Spuren nach Paris und nach Giverny. Was fasziniert dich denn so an der Kunst der Impressionisten? Das Faszinierende strahlt mir gerade ins Gesicht. Das ist nämlich das Licht, wenn es sich spiegelt auf diesem wunderbaren Seerosenteich in seinem Haus in Giverny. Und diese Lichtreflexe in den Farben umzusetzen, wie es Monet macht, das können wir mit unserem normalen Auge gar nicht wahrnehmen. Aber Monet überträgt diese grünen Spiegelungen in die Farben, in allen Farben des Regenbogens. Sie haben gesehen, wenn unsere Reiseleiter über ihre Orte sprechen, dann geraten sie ins Schwärmen. Und ich glaube, das macht gelingendes Reisen aus, dass man sich begeistern lässt und dass man begeistert wird. Im Idealfall von Reiseleitern, die einen zu ihren Lieblingsorten führen. Und da muss ich an meine Begegnung mit Enzo an der Amalfiküste denken. Die Amalfiküste. Spektakulär schmiegen sich hier die berühmten Küstenorte wie Positano an die Felsen, die fast senkrecht aus dem Meer aufragen. Hier betreut seit vielen Jahren Enzo unsere Reisegäste. Hallo, liebe Heidegger-Gäste, ich bin immer noch da, der Enzo Liuccio, der gern noch auf Sie wartet. Enzo traf ich im Garten der berühmten Villa Ruffolo, hoch über dem Meer in Ravello. Die Amalfiküste ist ja voll von wunderschönen Orten. Was ist denn dein persönlicher Lieblingsort? Ravello ist für mich zusammen mit Positano sicher mal, also nicht wegen Kultur, sondern die Lage auch, die Stadt der Musik. Ich befinde mich hier in Ravello sehr gut, ich fühle mich sehr gut. Die Vergangenheit, die Musik, die Kultur und eben dann diese magische Atmosphäre in dieser Stadt, in alle Ewigkeit mit Richard Wagner verbunden. Eines haben wir noch nicht erwähnt. Die Kulinarik. Ein leckeres Essen, ein gutes Glas Wein, das Ganze in schönem Ambiente. Das gehört für mich und für viele meiner Kollegen zum gelingenden Reisen dazu. Und bei leckerem Essen, da muss ich natürlich an meine Begegnung mit Klaus Loderer denken. Klaus traf ich zum Picknick im Park von Schloss Rosenstein in Stuttgart. Ein herrlicher Ort, vor allem an diesem Frühlingstag. Ja, Klaus, die Heidegger Reisegäste kennen dich ja als passionierten Opernliebhaber, als Bauhistoriker und vor allem als fundierten Englandkenner. Und natürlich kam ich mit Klaus schnell auf Kuchen und Torten zu sprechen. Wer mich kennt, weiß natürlich auch, dass man irgendwann auf dieser Reise auch in einem schönen Kaffee vorbeikommt, wo man dann schöne Törtchen probieren kann.
Da gebe ich die Tipps natürlich gerne auch weiter. Oder die Damen und Herren kommen dann einfach gleich mit ins Café. Was zeichnet denn für dich eine gelungene, eine runde Reise aus? Was ist dir wichtig beim Reisen? Mir ist es wichtig, dass die Gäste ein schönes gemeinsames Erlebnis haben, dass man viele schöne Sachen zusammen anschaut. Aber gleichzeitig ist es mir auch wichtig, dass sich die Gäste untereinander kennenlernen, dass vielleicht sogar neue Freundschaften entstehen, die dann bleiben. Und ich möchte ihnen natürlich auch besondere Dinge zeigen. Dabei geht es mir nicht nur darum, dass man nun in einem Museum jedes Gemälde abklappert, sondern auch so ein bisschen so Ambiente verspürt. Das Reisen als Ort, an dem Freundschaften entstehen und man Ambiente nachspürt. Was für eine schöne Antwort. Nicht jeder Ort ist gleichermaßen schön. Und nicht jeder sieht das Schöne im selben. Für die einen ist es die Natur, für die anderen ein besonderes Gemälde. Damit jeder das Richtige für sich findet, haben wir unsere verschiedenen Reisesparten. Mit geführten Wanderreisen, Flusskreuzfahrten und Fernreisen, Erlebnis- und Städtereisen, Musik- und Kulturreisen bieten wir eine Vielzahl an Möglichkeiten. Wichtig ist immer dasselbe. Eine gründliche und verlässliche Organisation, freundlicher Service, gute Hotels, ein sicheres Unterwegssein mit erfahrenen Chauffeuren, kompetente Reiseleiter und Raum für Begegnungen und beeindruckende Erlebnisse, damit die Kunst des Reisens gelingt. Mit einem Zitat habe ich begonnen und mit einem Zitat möchte ich enden. Es ist vom Dalai Lama, der sagt: Geh einmal im Jahr an einen Ort, an dem du noch nie warst. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Ihr Johannes Rauser.